wenn man sich unter ernstzunehmenden Juristen umgehört hat, war eigentlich unisono immer nur eine Einschätzung zu hören, von wenigen weltanschaulich kontaminierten Außenseitern abgesehen, dass das, was Frau Faeser da gemacht hat, nicht geht. Dass sie damit übergriffig wird, dass sie glaubt, als Ministerin in konstituierende Grundrechte eingreifen zu können und per Ordre dem Mufti, ich mag diese Formulierung eigentlich gar nicht, nur habe ich sie aber doch verwendet, also aus ihrem Ministerium heraus einfach eine Zeitung abschalten zu können und ein Video, einen YouTube-Kanal und alle anderen Publikationsforen, die Kompakt hatte. Das war ein ungeheuerlicher Vorgang und es ist, glaube ich, wirklich nicht übertrieben, wenn man sagt, dass von seiner Tragweite her das durchaus zu vergleichen ist mit dem Spiegelskandal, der Franz Josef Strauß zum vorübergehenden Rückzug aus seinen Ministerämtern, aus seinem Ministeramt gezwungen hat. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik einen solchen staatlichen, arroganten, machttrunkenen, verfassungswidrigen Übergriff außer damals schon noch nicht gegeben. Und Herr Kubicki hat ja, nachdem dieses Verbot in der Welt war, gesagt, wenn das keinen Bestand hat, muss Frau Faeser zurücktreten.